Hallo, ich grüße euch. Samstag, der 16. Oktober, 13.50 Uhr. So, heute ist es richtig. Ich hatte ja die Woche eine Ansage. Da sieht man, der Mensch ist Opfer seiner täglichen Gewohnheit. Wir hatten Mittwoch- und Donnerstagsarbeiten getauscht und dann hatte ich Mittwoch und Donnerstag gewechselt. Ich bitte das zu entschuldigen. Ja, Wahlergebnis in Berlin. Die Wahlleiterin in Berlin will fürs Bundesverfassungsgericht gehen und die das Wahlergebnis dort überprüfen lassen, beziehungsweise die Wahl in dieser Form, was die Ergebnisse angeht, nicht anerkennen. Dazu werde ich mich morgen, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute wieder in einer Umgebung, die mir sehr genehm ist, nämlich im Wald. Und deshalb liegt mir die Natur sehr am Herzen, bin ich oft unterwegs. Ich hoffe, ihr habt genauso schönes Wetter wie wir hier in Mittelfranken. Und mir geht es gut, danke. Es ist so, dass man ein bisschen Kraft schöpfen muss bei all dem, was einem hier begegnet. Morgen um 11 Uhr, also Sonntag, den 17. Oktober, 11 Uhr, unterhalte ich mich mit dem Rechtsanwalt Marc Wallender. Er sitzt im Berliner Abgeordnetenhaus und wir werden uns morgen über die Wahl unterhalten, über die Unregelmäßigkeiten der Wahl, denn das ist ja so ein Absurdum. Der Berlins regierende Bürgermeister Michael Müller sagte, warum soll die Wahl rückgängig gemacht werden? Ja, dann sage ich, wenn ihr Wahlbeobachter nach Belarus schickt, also Weißrussland oder zu Putin, hätte da mal lieber welche in Berlin gehabt, dann hätte es noch mehr Aufdecken der Unregelmäßigkeiten gegeben. Aber das werden wir morgen machen. Um 11 Uhr sind wir live mit Marc Wallender, Rechtsanwalt, der im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt. Spannendes Thema. Und wir werden uns über auch das Thema unterhalten. Die Frau Giffey gibt sich bürgerlich und biegt dann nach links ab. Das heißt also, eine Koalition mit der FDP scheint nun nicht zustande zu kommen, sondern es gibt in Berlin Rot-Rot-Grün. Lasst euch überraschen. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Um 11 Uhr live, morgen um 11 Uhr. Und morgen früh ist Matthias Matusek ein interessanter Bericht mit drin, war ja für Spiegel verantwortlich in London, Rio und New York und schreibt jetzt für uns exklusiv diesen Bericht. Ich freue mich, wenn ihr morgen einschaltet. Habt einen schönen Samstag und schauen wir mal, was heute Nachmittag die Fußball-Bundesliga sagt, die erste und zweite Liga, aber auch die anderen Ligen. Passt auf euch auf. Ich freue mich, wenn ihr morgen einschaltet und habt noch einen schönen 16. Oktober. 13.52 Uhr. Passt auf euch auf. Ich danke euch. Tschüss.